Leute, willkommen wieder zurück zu einer neuen Roblox-Folge hier mit Escape Room The Treasure Cave. Das ist tatsächlich ein cooler Escape Room. Bevor wir aber anfangen, lesen wir noch den Kommentar des Tages vor von einem Abonnenten, ne, der geschrieben hat, normale Leute sagen, wir müssen die Tür aufbrechen. Roman sagt, verprügelt die Tür. Das, meine werten Damen und Herren, war der Kommentar des Tages. Falls ihr auch Kommentar des Tages werden wollt, dann abonniert den Channel, gebt ein Like auf das Video und schreibt ganz fleißig Kommentare, denn dann seid ihr beim nächsten Mal auch dabei. So, jetzt dürfen wir aber keine Zeit mehr verlieren. Wir sind hier in einer Höhle gelandet, wo wir tatsächlich super viele Rätsel zu bewältigen haben, okay? Wir müssen herausfinden, wie wir hier flüchten können. Und es gibt hier viele Sachen. Hier ist ein Dreieck namens 4. Okay, das heißt, wir haben hier ein Dreieck und einen Strich durch. Aber war bei diesem Dreieck auch schon ein Strich durch? Nein. Okay, wir müssen also ein bisschen aufpassen, was das hier ist. Wir können hier Schalter umheben. Damit können wir Dinge bewegen und Dinge machen. Hier haben wir einen Mond, der bedeutet 3. Und hier vorne haben wir wie so eine Art kleines Schauspiel mit einer komischen Folie. Die Person sagt, ich muss diesen Stein vielleicht mit irgendwas ersetzen. Oh mein Gott, was ist das hier für ein Escape Room? Wir haben hier viele Hebel, die wir zu betätigen haben. Nur bin ich mir nicht so ganz sicher, was wir mit den Hebeln genau machen sollen. Hier liegen eine Menge Münzen. Und wir müssen uns jetzt erstmal versuchen zu konzentrieren. Also, was haben wir hier hinten? Hier haben wir zum Beispiel einen Mond. Also wir haben hier einen Code, ne? Und viele dieser Code-Zahlen sind irgendwo aufgedruckt, wie zum Beispiel hier. Viereck bedeutet 1, okay? Dann haben wir hier einen Sack. In diesem Sandbag sieht es so aus, als ob wir da Gewicht haben. Das heißt also, falls wir Gewicht legen wollen, haben wir einen Sandbag am Start. Dieser Typ hat einen Holzpfahl mit dabei gehabt. Das legen wir uns hier alles gerade in unsere Tasche mit rein. Dann haben wir hier nochmal einen weiteren Schalter, den wir umheben können. Vielleicht müssen wir erstmal alle Schalter finden, ne, damit es hier überhaupt weitergehen kann. Also, wir haben den Schalter jetzt umgehebelt. Dann haben wir hier nochmal übrigens einen Wooden Stick. Damit kommen wir wahrscheinlich auch an die höheren Sachen dran. Wie zum Beispiel dieses Holzding da oben. Vielleicht kommen wir da dran, wenn wir da mit dem Stock dran fassen. Ja, haben wir tatsächlich bekommen. So, das war tatsächlich ein kleines Rätsel. Das haben wir umgelegt. Dann den Schalter haben wir umgelegt. Den da hinten haben wir auch umgelegt. So, jetzt fragt sich natürlich noch, gibt es noch einen Schalter, den wir umlegen können? Oder sollten wir vielleicht diesen Eimer hier mitnehmen? Okay, wir haben einen Eimer jetzt mitbekommen, okay? Vielleicht können wir einen Sandbag auf dieses Ding hier draufstellen? Nein. Können wir vielleicht auf dieses komische Ding da ein Sandbag reinlegen? Oh ja, tatsächlich. Und dadurch haben wir den Edelstein bekommen. Okay, damit haben wir jetzt immer noch das Gewicht, aber haben den Edelstein bekommen. Oh Mann, ich habe das hier noch nie gespielt. Das ist schon ein bisschen schwierig. Soll man vielleicht hier in diese Löcher diese Dinger reinstellen? Okay, also in diese Löcher muss man schon etwas reinstecken. Vielleicht sogar nicht dieses Ding da, sondern so Holz. Ja, der Flock hat in den Schlitz gepasst. Okay, dann lass das mal mit beiden machen. Dann haben wir das auf jeden Fall gemacht. So, ich frage mich nur, was mir das bringt. Kann ich da vielleicht ein Eimer noch dran platzieren? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Oder vielleicht das Ding da dran? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Hm, also wir haben hier auf jeden Fall nochmal ein kleines Loch in diesem Ding da drin. Vielleicht muss man da noch was machen, aber vielleicht auch nicht. Okay, jetzt müssen wir weiter nachdenken. Wir haben alle diese Dinger da dran gemacht und dran gebatcht, ne? Jetzt sind wir hier immer noch am Überlegen. Wir müssen wahrscheinlich auch einen Code eingeben, weil da ist nämlich ein Drache, der hier da drüber steckt. Und hier sind wahrscheinlich diese Dinger. Da muss man wahrscheinlich einen Code eingeben, oder nicht? Muss man hier nicht vielleicht irgendwo dieses Juwel platzieren? Oh oh, jetzt stehe ich langsam auf dem Schlauch. Aha! Ah, guck mal, ich glaube, das Ding, mein Arm kratzt übrigens gerade. Guck mal, hier können wir nochmal so ein Ding umheben. Damit machen wir wahrscheinlich, wenn wir immer diese Teile umheben, machen wir immer einen Raum auf. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir eine Art Tic-Tac-Toe-Feld oder sowas. Es sieht so aus, als ob es Wasser beinhaltet. Also verwenden wir mal unseren Eimer. Und da steht dran, nee, das wird keinen Effekt haben. Können wir vielleicht unsere Perle da hinlegen? Nein, wird es auch nicht. Ah, okay. Da müssen wir auf jeden Fall etwas ausgraben wahrscheinlich, ne? Weil das sieht nämlich aus nach einer Wasserquelle. Und vielleicht kann man... Oh, guck mal, gibt es da noch was dahinter? Nee, ne? Das ist einfach nur so hübsch gemacht hier. Okay, da ist nichts dahinter. Okay, die Frage ist natürlich jetzt, wie können wir das ausgraben? Wir brauchen dafür eine Art Schaufel. Was ist das hier? Das sind doch auch irgendwelche Hebel, oder? Ah, okay, okay. Das sieht aus als... Okay, da muss man jetzt die Switches sozusagen... Okay, okay, okay. Jetzt müssen wir von links nach rechts diese Dinger hier benutzen. Das heißt also, wir brauchen ein Plus. Das heißt, das Plus war... Müssen wir da Zahlen einfügen?
Der Mond. Achso, und dann müssen wir das mit denen hier vergleichen, gell? Der Mond ist hier das vierte. Dementsprechend gehört der Mond als drittes hin. So, Switch 3. Soft Pull by Dragging the Numbers at the correct spots. Okay, warte mal. Das heißt also, hier von links nach rechts, ne? Das Kreuz ist das erste. Und dementsprechend haben wir auch da hinten dieses Kreuz gehabt, oder? Oh mein Gott, ist das schwierig. Also, hier, nee, das Kreuz war eine Plus. Das war also das zweite. Das heißt also, das zweite Switch 1 war Switch 2. Dann das Dreieck ist das vierte. Und das Dreieck hier ist das zweite gewesen, ne? Deswegen das zweite ist auf der 4. Dann der Mond ist hier das letzte gewesen, die Nummer 3. Und Switch 3 Nummer 1. Submit. No, that doesn't sound quite right. Nein! Was? Okay, vielleicht müssen wir es... Aber wir müssen es doch eigentlich von links nach rechts nehmen. Also eigentlich denke ich, Plus ist 2. Plus war 2. Aber das Ding hier war das vierte. Also muss es eigentlich Switch 3 sein. Ach so, hier. Okay. Ich weiß, wie ich es mache. Also, nochmal anders. So, also. Das Dreieck ist Switch 4. Das heißt also, das gehört dahin. Dann der Mond ist Switch 3. Das gehört dahin. Das Plus ist auf der 2 und das ist da. Ist es richtig? Ist es richtig gewesen? Submit? War das richtig? Oder war es falsch? Es hat gar nichts gesagt. Okay, warte mal. Jetzt haben wir hier noch einen Riss. Okay, vielleicht habe ich auch nichts geändert. Okay, warte mal. Ich muss vielleicht die... Warte mal, hier steht dran. Das Viereck ist die erste. Viereck ist der erste Switch. Das heißt, eigentlich muss Viereck da rechts hin. Aber eigentlich ist da ja eigentlich alles richtig. So. Das klingt nicht richtig. Das Dreieck ist die 4. Hä? Das müsste funktionieren. Oh Gott. Warum funktioniert das nicht? Doch! Es funktioniert doch die ganze Zeit. Schaut euch das mal an. Da kommt doch schon Wasser runter. Hä? Aber warum hat mir das nicht gesagt, dass es richtig ist? Oh Gott. Guck mal, jetzt kann ich hier Wasser auffüllen. Oh Gott, okay, jetzt habe ich Wasser aufgefüllt. Was? Das war die ganze Zeit richtig, aber das Spiel hat es mir nicht gesagt. Okay, alles gut. Wir kriegen das hin. Jetzt haben wir Wasser. Was können wir mit diesem Wasser machen? Vielleicht müssen wir zu dieser Quelle gehen. Und dort bei dieser Quelle einfach so dieses Wasser da reinschütten. Sag einfach ja. Ja, es funktioniert. Das Raster hat sich mit Wasser gefüllt und einen Musterpreis gegeben. Also, 1, 2, 3 und das da unten. Okay, 1, 2, 3 und das da unten. Okay. Alter, jetzt muss ich ein Muster eingeben. 1, 2, 3 und dann das da unten. Okay. Alter, wie schwer ist das denn? 1, 2, 3 und dann das da unten. Okay. 1, 2, 3 und das da unten. Ich krieg das hin. Alles easy. Oh mein Gott, ist das spannend. 1, 2, 3 und das da unten. Das ist das Rätsel. Richtig? Das muss es eigentlich sein. 1, 2, 3 und das da unten. Jetzt muss irgendwas passiert sein. Es ist richtig. Ich bin mir 100% sicher, dass es richtig ist. Irgendwas muss doch jetzt aufgegangen sein. Oh? Was haben wir jetzt gemacht? Haben wir irgendwas... Was mich stört, ich krieg nicht mal alle meine Antworten. Hier, schaut euch das an. Das ist das Muster. 1, 2, 3 und dann das da. Ich könnte aber auch das andere ausprobieren. Den liegenden Tetris-Stein und dann da. Oder vielleicht muss ich dann wieder die Kugel drauflegen oder sowas, weil wir haben die Kugel noch nicht benutzt. Also wir haben das Rätsel haben wir gelöst. So, und jetzt, was machen wir noch? Also wir können jetzt noch das andere, eine andere Art und Weise, hä? Okay, warte mal, wir kriegen das hin. Also, zack, 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 zack. Was ist, wenn wir so machen? Aha! Wir hätten das so eingeben müssen. Okay, jetzt fährt das Ding da nach unten. Das ist doch richtig gewesen. Und jetzt können wir hier noch 4 Minuten 48. Okay, da öffnet sich jetzt ein geheimer Raum. Okay, wir sind cool. Alles ist easy. Alles easy. Okay. Hier sind Kürbisse. Und
Das war's schon. 4 Minuten 38 übrig. Ich schwöre euch, ich habe das nicht am Anfang durchgespielt gehabt oder so. Ich habe das erste Mal jetzt mit euch gespielt und ich habe das First Try geschafft. First Try. Ohne doppelt zu spielen, ohne dreimal zu spielen. Ich bin stolz. Ich bin sehr stolz. Und ich finde, das war eine coole Folge. Falls ihr eine weitere Folge sehen wollt, wie ich aus irgendeinem komischen Ding herauslaufe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao!